Heute schauen wir uns an, was Entzündungen überhaupt sind und warum eine vegane, glutenfreie und fettarme Ernährung entzündungshemmend wirkt. Damals, als ich noch chronisch krank war, ging ich meinen Ärzten ziemlich auf die Eier. Denn ich habe immer nachgefragt, warum, wieso, weshalb, wie eine Vierjährige. Das sah in etwa so aus. Frau Bucher, Sie haben eine Entzündung. Warum entzündet sich der Körper? Frau Bucher, Sie haben einen tiefen Eisenwert. Wie entsteht ein tiefer Eisenwert? Frau Bucher, Sie haben einen Reizdarm. Was ist ein Reizdarm? Frau Bucher, Sie haben Fibromyalgie. Was macht eine Fibromyalgie aus und was ist der Ursprung davon? Ihr seht, ich war nervig. Aber vielleicht auch nur, weil ich keine Antworten auf meine Fragen bekam. Das Nachfragen habe ich mir bis zum Schluss nicht abgewöhnt. Und so kam es, dass ich viele Bücher las, aus wissenschaftlichen Bereichen, aber auch die Bücher von Anthony William. Nichts passiert ohne Grund. Diagnosen sind oft Beschreibungen für Symptome, nicht für die Ursache. Das Zauberwort warum führt uns aber zu den Ursachen. Etwas verursacht ja diese Entzündung. Die Frage lautet also, was verursacht eine Entzündung? Es gibt zwei Gründe, die eine Entzündung verursachen. Erstens körperliche Verletzungen, also innere oder äußere, wie eine Schnittwunde, Aufprall auf dem Bordstein oder Verbrennungen. Zweitens, wenn keine körperlichen Verletzungen vorhanden sind, dann wird der Grund dafür sein, das Eindringen eines Krankheitserregers in den Körper. Nun ist die Frage, wie kann der Körper Krankheitserreger überwinden? Zum Beispiel mit Antibiotika. Das Problem bei Antibiotika ist, dass es bereits viele antibiotikaresistente Keime gibt. Zusätzlich ist es wirklich überhaupt nicht sexy für das Darmmikrobiom, denn das Antibiotika tötet auch gute Bakterien ab und deswegen entsteht ein Ungleichgewicht im Darm, da wo wir auf gar keinen Fall ein Ungleichgewicht haben wollen. Also müssen wir die Frage ausweiten, wie kann unser Körper natürlich Krankheitserreger überwinden? Und das können wir mit dem Natürlichsten überhaupt tun, mit unserer Nahrung. Dies beschreiben verschiedene Ärzte wie Dr. Michael Greger, Petra Baracht, Klaus Letzmann oder auch in den Büchern beschrieben von Anthony William. Über die Ernährung können wir wertvolle pflanzliche Medizin aufnehmen, die in Kräutern, Obst und Gemüse stecken. Gemäß Anthony William geht es ja nicht einmal darum, dass die Nahrung entzündungshemmend wirkt, sondern dass pathogene Keime durch das Weglassen gewisser Nahrungsmittel sogar ausgehungert werden. Das finde ich mega interessant und diese Ansicht ergibt für mich auch so viel Sinn, weil ich viele Menschen kenne, die Weißbrot essen, Fleisch essen, ganz viel Kaffee und Alkohol trinken und keine Beschwerden haben. Hier darf man also davon ausgehen, dass diese Menschen weniger pathogene Keime in sich tragen. Aber jetzt geht die Fragerei weiter. Wo sitzen denn diese pathogenen Keime? Und hierzu ein paar Facts vorab. 70% aller Immunzellen sitzen im Dick- und Dünndarm und 80% aller Abwehrreaktionen laufen hier ab. Das macht den Darm zu einem enorm wichtigen Teil unseres Immunsystems. Ist der Darm gesund, sind wir besser gegen ganz viele verschiedene Krankheiten geschützt. Spezielle Darmwandzellen nehmen Nährstoffe wie Vitamine, Spurenelemente, Mineralien auf und leiten diese an Blut- und Lymphsystem weiter. Neben den Darmzellen, die vor allem der Nährstoffaufnahme dienen, besteht die Schleimhaut des Dünndarms auch noch aus Zellen, die Krankheitserreger abwehren und somit das Immunsystem unterstützen. Es ist so verrückt, es gibt verschiedene Zellen, deren Aufgaben es ist, diese Eindringlinge abzuwehren. Die sogenannten M-Zellen helfen, indem sie Viren, Bakterien, Pilze aufnehmen und diese dann zu speziellen Abwehrzellen schleusen. So kann das Immunsystem schnellstens reagieren und den Körper vor diesen Krankheitserregern schützen. So werden also Gifte oder Krankheitserreger, die in unserem Darm landen, im Verdauungstrakt bekämpft.
Durch all diese Leistungen sichert der Darm das Überleben unseres Körpers. Also können wir davon ausgehen, wenn der Darm so enorm wichtig für unseren Körper ist, dann ist das, was wir ihm geben zum Futtern, also auch enorm wichtig. Aber was hat das jetzt alles mit Entzündungen zu tun? Also wenn wir Entzündungen haben, die nicht von einer körperlichen Verletzung herrühren, dann kann es also sein, dass die Körperabwehr mit diesen pathogenen Keimen nicht zu Schlage kommt. Wie können wir also den Darmzellen in der Schleimhaut in unserem Dünndarm helfen, damit sie wieder zu diesem Immunsuperheld werden kann? Hier landen wir bei dem Organ, welches sehr eng mit dem Darm zusammenhängt, und zwar unsere Leber. Gastroenterologen wie auch Hepatologen fassen den Zusammenhang zwischen Darm und Leber so zusammen. Leber und Darm beeinflussen sich gegenseitig und das weit mehr als bisher angenommen wurde. Die Leber steuert durch die Darmflüssigkeit auch die Darmfunktion. Während der Darm über die Barrierefunktion einen Einfluss auf die Leber nimmt. Gemäß Dr. Professor Tillmann Sauerbruch spielt das Beziehungsgeflecht zwischen Darm und Leber bei verschiedenen Krankheiten eine wesentliche Rolle. Sauerbruch fasst es so zusammen und ich lese es kurz vor. Funktionsstörungen im Darmbereich können Lebererkrankungen triggern, während umgekehrt Störungen der Leberfunktion Darmerkrankungen Vorschub leisten können. Den Link zu diesem Beitrag findet ihr unten im Videobeschrieb. Es kommt aus dem Ärzteblatt. Fehlen in der Leber gebildete Gallensäure, kann es zu Verdauungsstörungen kommen und sogar zu Störungen der Darmflora. Also, wo müssen wir ansetzen? Bei der Leber, bei der Gallensäure, beim Darm? Alle drei funktionieren einmal gut, wenn es der Leber gut geht. Also ist die Frage, was braucht die Leber, damit es ihr gut geht? Die Leber braucht Glukose. Und was braucht die Leber nicht? Leberbelastende und entzündungsfördernde Lebensmittel. Also gemäß Anthony William, pathogen fütternde Lebensmittel. Nun ist die Frage, wie können wir pathogene Keime aushungern in der Leber und gleichzeitig die Leber schonen? Gemäß der Ernährungslehre von Anthony William, aber auch führende Wissenschaftler wie Klaus Letzmann oder die Ärztin Petra Bracht oder Dr. Michael Greger, können wir mit unserer Ernährung sehr viel tun. Hier sprechen wir von entzündungshemmender und entzündungsfördernder Nahrung. Was heißt das im Zusammenhang mit unserer Leber, unserer Galle und unserem Darm? Unsere Leber ist so ein wichtiges Reinigungsorgan. Wenn die Leber geschwächt ist, entsteht ein Ungleichgewicht im Darm. Daher ist es essentiell wichtig, sich leberschonend zu ernähren. Und hier landen wir automatisch bei der leberschonenden, fettarmen Ernährung. Und dies, so steht es im Buch Heile deine Leber von Anthony William, bei fettreicher Ernährung bekommt die Leber zu wenig Glukose und sie kann ihre Reserven nicht mehr auffüllen. Es kommt also zu einem erhöhten Fettanteil im Blut. Und man kann also auch einen erhöhten Fettanteil im Blut haben und dennoch schlank sein. Bei hohem Fettgehalt im Blut hat es der lebenswichtige Zucker enorm schwer, in so wichtige Organe zu kommen, wie zum Beispiel das Gehirn oder das Nervensystem und die Drüsen. Zusätzlich macht Fett im Blut es dem Insulin sehr schwer, sich an den Zucker zu heften, die ja die Zellen aktivieren sollten, um sie daraufhin bereit zu machen, sich an den Zuckeraufnahme bereit zu machen. Denn dieser ist bestimmt, uns als Brennstoff zu dienen und uns überhaupt ein aktives Leben zu ermöglichen. Eine sehr wichtige Aufgabe unserer Leber ist der Schutz der Bauchspeicheldrüse und die Reinigung unseres Blutes. Und wie vorhin erwähnt, dass Glukose gespeichert wird und aufgenommen wird. Nur schon 60% unserer Glukoseaufnahme wird von unserem Gehirn gebraucht. Zum Nachdenken und Fragen stellen zum Beispiel. Der Rest wandelt die Leber in Glykogen um, weil sie weiß, dass sie nicht immer darauf zurückgreifen kann. Es ist also für sie so eine Art Sicherheitsspeicherung. Also, wir unterstützen die Leber, wenn wir fettarm essen. Wir unterstützen unseren Darm und unsere Leber, auch wenn wir vegan essen. Denn tierische Proteine gehen immer mit einem erhöhten Fettanteil einher. Im Gegensatz zu pflanzlichen Proteinen wie Hülsenfrüchte, Cashewkerne, Erbsen, Hafer, Hirse, kommt das Protein mit kaum Fett aus.
Gegen tierische Produkte sprechen also dieser erhöhte Fettgehalt, aber auch die Antibiotikum- und Hormonbelastung. Hormonbelastung. Und dazu kommt natürlich, dass Fleisch sehr schwer verdaulich ist. Also wenn wir unserem Darm einen Gefallen tun wollen, essen wir eher einen Erbsenburger als jetzt ein Rindsteak. Rindsteak. Und Eier sind gemäß Anthony William das Lieblingsessen für pathogene Keime. Und von Käse und Milch wissen wir sowieso, ein erhöhter Fettgehalt, auch wenn es Leitprodukte gibt, der Fettgehalt ist immens höher als bei pflanzlichen Proteinen, die ohne oder kaum Fett auskommen. Also, wenn wir uns wünschen, dass wir ein Reset wollen für unseren Körper, dann kommen wir an einer pflanzenbasierten Ernährung nicht vorbei. Ja, und dann kommt noch dieser Punkt glutenfrei dazu. Viele Menschen beobachten selber, dass sie irgendwie mit Weizen nicht mehr klarkommen. Spätestens dann, wenn sie mal so 30 Tage darauf verzichten und sagen, das ist jetzt ein Zeitfenster, kann ich mir das vorstellen, bemerken sie, wenn sie Weizen wieder einführen, was für eine kräftezehrende Wirkung das auf ihren Körper hat. Gemäß Anthony William füttern Weizen oder sagen wir mal der Gluten pathogene Keime, was dem Körper überhaupt nicht hilft, sich zu regenerieren. Und wir wollen doch eigentlich unserer Leber helfen, dass sie sich reinigen kann. Wenn wir also Weizen essen, dann steigen unsere Entzündungswerte aufgrund der Futterzufuhr der pathogenen Keime. Dies ist wissenschaftlich noch nicht bewiesen. Jedoch wird Gluten bereits in wissenschaftlichen Untersuchungen mit Autoimmunerkrankungen in Verbindung gebracht. In Kombination mit Wasser wird Gluten zu einer klebrigen Sehnmasse, auch Klebereiweiß genannt. Dieses Klebereiweiß bildet die perfekte Grundlage, um Brot zu backen. Für unseren Darm jedoch ist es ein Desaster. In unserem Verdauungstrakt bindet sich Gluten an die Dünndarmwand. Verdauungsbeschwerden und Immunstörungen sind nun vorprogrammiert. Für industrielle Backprozesse wurden jetzt glutenreiche Weizen gezüchtet. Also der moderne Weizen, wie wir ihn heute kennen, trägt dazu bei, dass immer mehr Menschen von einer Glutenunverträglichkeit betroffen sind. Und diese Unverträglichkeit wird wiederum mit vielen Folgeerkrankungen in Verbindung gebracht. Insbesondere das Giladin gilt als Hauptverursacher für unsere heutige Krankheitsepidemie. Dann gibt es in Weizenprodukten auch noch das Weizenprotein. Und hier zeigen Studien, dass weitere Gruppen von Weizenproteine für chronische Entzündungsprozesse verantwortlich sind. Vor allem bei chronisch entzündlichen Erkrankungen wie bei Multiple Sklerose, Asthma und rheumatische Arthritis, die allesamt gemäß Wissenschaft mit Autoimmunreaktionen in Verbindung stehen. Dann gibt es in Weizenprodukten auch noch das Weizenprotein. Und hier ist es so, dass Studien zeigen, dass weitere Gruppen von diesem Weizenprotein für chronische Entzündungen verantwortlich sein können. Und zwar besonders bei chronisch entzündlichen Erkrankungen wie Multiple Sklerose, Asthma und rheumatoide Arthritis, allesamt mit Autoimmunerkrankungen in Zusammenhang steht, so die Wissenschaft heute. Ja, dieses Weizenprotein, ATI, macht nur 4% des Weizenproteins aus. Dennoch ist die Immunreaktion, die sich daraus entwickelt hat, enorm. Sie beeinträchtigt bei manchen Menschen die Lymphknoten, Niere, die Milz und das Gehirn und führt überall dort zu Entzündungen. ATIs können daher, so wird momentan in der Wissenschaft vermutet, Krankheiten wie rheumatoide Arthritis, Multiple Sklerose, Asthma, Lupus und sogar die nicht alkoholische Fettleber verschlimmern oder an dieser Entstehung beteiligt zu sein. Ja, mehr über dieses Thema findet ihr in dem Artikel, den ich euch unten verlinkt habe, aus dem Blog Zentrum der Gesundheit. Ihr seht, die Wissenschaft ist daran, die Ernährungslehre von Anthony William auch wirklich zu belegen. Was hilft also unserer Leber? Was hilft gegen Entzündungen? Wir unterstützen unsere Leber, wenn wir Glucose in Form von frischem Fruchtzucker zu uns nehmen. Und wir helfen ihr, indem wir fettarm, glutenfrei und pflanzenbasiert uns ernähren.
Ich hoffe, das Video hat euch gefallen, wo ich momentane wissenschaftliche Studien nehme und das Wissen von Anthony William und einfach vergleiche, von wo kommen Prozesse, was passiert, was ist die Ursache, was können wir tun. Und ich denke, das Allerschönste ist, wenn wir natürlich unseren Körper behandeln können. Und was mir wichtig ist zu sagen bei so einem Video, wenn du erkrankt bist, dann gehe zu deinem Arzt, schaue, dass er dich unterstützen kann und stelle ihm diese Ernährungsweise vor, damit du in einem geschützten Rahmen diese Dinge umsetzen kannst. Denn ich bin keine Ärztin und keine Heilpraktikerin. Ich bin Priscilla, die Gründerin von Chronisch Ehrlich, und mir liegt es auf dem Herzen, dass die Informationen rausgehen dürfen, dass Menschen in die Eigenverantwortung kommen dürfen. Und bei Krankheitsfragen ist es immer so, ein Balancieren. Also das sind hier keine Ratschläge, es sind einfach Erfahrungsberichte oder Zusammenfassungen von dem, was der momentane Stand ist. Und ich hoffe einfach, dass es euch ermutigt, weil das toll ist, alte Gewohnheiten zu überfragen und zu schauen, in welche Richtung kann ich gehen, die natürlich mir, meiner Leber, meinem Darm, meiner Galle gut tun. Und wie gesagt, wenn du gerade in einer Krankheitsphase bist, schau das doch mit deinem Naturheilpraktiker oder deinem Arzt an. Alles Liebe und bis bald. Ciao.